Bleib beim Boot, kleine Lady. Ich mein's ernst. Ich muss ein paar Erwachsenensachen erledigen, aber ich komme danach zu dir zurück. Okay? Lass mich nicht einfach allein! Nein, 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 nein! Es ist zu gefährlich für dich, mitzukommen. Hier bin ich auch nicht sicherer. Gibt's auf diesem Planeten auch kleine Mädchen, die auf mich hören? Na gut, folge mir. Du gehörst jetzt zu mir. Komm schon. Okay, und damit ein wunderschönes Moment, meine Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Revelations 2. Und ein Funkturm. Das muss es sein. Okay, gehen diese Funkturm, alles klar. Ganz allein. Wo sind deine Eltern? Ich habe keine Eltern. Und ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich bin's einfach. Sie hat dich entführt, genau wie meine Kleine. Alles klar. Ah ja, was ich glaube ich erwähnen sollte, wir spielen den Vater von dem Mädchen, die wir in einer anderen Episode gesehen haben. Es ist immer noch Episode 1, nur halt mit seinem Blickwinkel, mit seinen Erlebnissen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall spielen wir jetzt eh hier. Ist immer noch Episode Nummer 1. Ich bin gerade überhaupt nicht sicher, ob ich überhaupt richtig bin. Aber ich denke mal. Oh, Munition. Nice. Nice, nice, nice. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir echt überhaupt nicht sicher, ob ich richtig bin gerade. Ich denke mal nicht. Kann ich schwimmen? Oh nein, kann ich nicht. Oh, ein bisschen tief das Wasser. Komm ich hier irgendwo? Da komm ich da. Weißt du, wo es lang geht? Lol, die weiß, wo es lang geht. Nice. Nein, du bist in Ordnung. Sie hat bestimmt ein Schlimmeres gesehen als dich, Digga. Weit aus. Alter, bist du bewaffnet? Pass auf. Ah, kommt der hier. Mach euch Messer. Oh. Hm? Ich hab Fruit Ninja gespielt, Mann. Ich komme auch mit euch klar. So, jetzt hier hoch. Ah, okay. Kannst du mir nicht erzählen, dass du dir jetzt so hochkommst? Wie heißt du denn, Süße? Natalia. Na, das ist ein schöner Name. Meiner ist Barry. Barry? Ganz genau, benutze ihn sparsam. Mach ich. Okay, der war jetzt sehr krass. Sehr, sehr, sehr krass. Ah, guck mal, wie gut der ausgerüstet ist, Alter. Pistole, Magnum und dann auch hier fette Taschenlampe. So, liebe ich das. Okay, den Viecher mache ich gleich mal weg. Hey, die Taschenlampe geht gar nicht mal leer. Das heißt, ich kann die unendlich benutzen. Guck doch mal, wie gut er vorbereitet ist. Dann hier mit fettem Messer. Mm. Ah, noch eins. Komm her. So, scheiß Mistviecher. Reinste Munitionverschwenderung. Okay, komm hier lang. Hier könnte ich auch lang. Wir gehen jetzt mal hier lang. Ho. Na, komm schon. Nice. Ja, ich... bin das genau ist wohl der einzige Weg hier durch. Alles klar. Aber ich glaube, ich bin richtig. Komme ich hier rein? Ja, nice. Nein, okay, kann ich nicht kaputt machen. Das sah gerade so. Guck mal, guckt euch mal an, wie dunkel alles ist. Und dieser Tisch einfach mal so knallhell. Ich dachte gerade, die können ihn kaputt machen oder so. Vielleicht liegt da was unter. Aber anscheinend nicht. Okay, dann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier rein muss. Ich bin mir nicht sicher. Warum aber? Dich mache ich vorher Messer. Mistvieh. Oh ja, Barry ist ein guter. Barry ist ein sehr guter. Warum haben die das Ding eigentlich komplett zugemacht? Ich meine, hätten die nicht aufpassen können, dass es noch ein bisschen aufbleibt und immer noch wieder rauskommt? Ich meine, jetzt hängen wir hier fest. Rotes Kraut? Ach, kombinieren. Ach, genau wie in anderen Resident Evil Teilen. Nice. Oh, die Taschenlampe werde ich so oft benutzen. So fucking oft. Ach nee, warte mal, das war ja hier, ne? Ja. Kombinieren. Drei grünes Kraut. Was? Okay, das ist krass. Monster. Monster? Was heißt denn hier Monster? Das ist voll diskriminierend. Das sind Zombies. Das, Monster ist voll der Allgemeinbegriff, ey. Oh, Mann. Reinste Diskriminierung hier.
Pistole raus. Na, ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir auf den ersten Zombies treffen. Und ich frage mich immer, wie das kleine Mädchen sich hier verteidigen will. Oh, da ist ja schon der erste. Easy. Easy. Ey, was machst du denn da? Ist wohl einer der Infizierten aus dem Bericht. Ja, für ihn ist das nix. Ach, bloß Zombies, ey. Ach, pff, ist doch nix. Ich hab mein Bowie-Messer, mach ich alle weg. Ach, das ist wohl ein Zombie aus dem Bericht. Ach, na denn. Davon gibt's ja ganz viele, ne? So nach dem Motto. Aber ich frage mich immer noch, wie das Mädchen hier überlebt hat. Ich meine, schaut's euch mal an. Ich sehe hier nicht irgendwie eine kugelsichere Weste oder ein Samurai-Schwert oder irgendwas, mit dem sie sich hätte verteidigen können. Gar nichts. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Zombies alles fressen, auch kleine Mädchen. Noch einer. Wo? Woher weißt du das? Ich kann sie irgendwie sehen. Nein, tust du nicht, kleine Lady. Das ist zu gefährlich. Wieso? Ich habe keine Angst. What the fuck? Ich glaube, jetzt weiß ich, warum sie noch lebt. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Da. Und da unten auch. Wirklich? Ich muss drauf zeigen? Da. Ich zeig dich an, Mann. Alter, da vorne zeig ist dich etwas an. Sei vorsichtig. Da, Monster. Da, Monster. Da. Okay, warum kann ich nicht wechseln? Da. Überlass den hier nur mir. Ja, oh, ja, natürlich darf ich das mal wieder machen, ne? Fuck it. Falsche Taste, sorry. Sorry. Ich wollte eigentlich von hinten ran. Aber ich habe offensichtlich Licht aktiviert. Hier ist niemand. Dankeschön. Ja, geh weg. Wie die hier rumtorkeln, ne? Down. Ich muss Munition sparen. Nice. So spielt ein Consolero Gott das Spiel. Ganz genauso. 2 von 8. Ach so, ich kann mit ihm auch noch weiter sammeln. Das heißt, ungefähr mit dem Charakter gibt es 4 Stück in diesem Level und ich habe mit Claire 3 übersehen. Alles klar. Ich meine, komm jetzt mal drauf. Verdammt, muss ich ja nochmal mit ihr spielen, aber natürlich nicht in der Aufnahme, weil ich weiß auch nicht. Resident Evil finde ich geil. Das Ganze zusammen, bis jetzt finde ich den Teil auch sehr geil. Ich meine, grafisch, naja, nicht so Resident Evil 6 mäßig, finde ich. Ich kann ja... Bam, zack. Ich weiß gar nicht, der Teil kam, glaube ich, nach... Ja, der kam nach Resident Evil 6, ne? Warum sieht Resident... Ich habe Resident Evil 6 echt irgendwie grafisch besser in Erinnerung. Was ist denn hier? Nice, Stoff. Mach dich blind. Warum kann ich ihn nicht blenden? Weg mit dir. Zack. Ist ein Messer? Verdammt, okay, das ist so geht das schon mal nicht. Ah, weg mit dir. Na gut, ich habe ja 3, ne? Obwohl, ich finde mit ihm auch genug Munition. Stimmt ja, ich finde ja mit ihm hier... Ich habe ja genug Munition. In your face. Ah, boah, dein Ernst. Du hast Nerven, Alter. Der hat Nerven gehabt, der Zombie. So, Reload. Oh mein Gott, ich kann ja mit dem kleinen Mädchen überall sehen, wo die Zombies sind.
Hätte ich, denke ich, mal machen sollen. Hätte ich mal besser. Ah ja, ist ja nie zu spät, ne? Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Mal ganz kurz hier. Ich wusste es so was von. So, der steht nicht mehr auf. Kurz wechseln. Da ist auch noch ein Stinker. Okay, ein Stinker ist hier noch. Ein klitzekleiner Stinker ist hier noch irgendwo. Haben wir hier noch irgendwas? Worauf ich zeigen muss. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Das Monster kommt. Ah, er ist ein Zombie. Alles klar, du machst natürlich nichts, ne? Ohne mich. Damn, son. Damn. Pass auf, jetzt bewegt er sich. Oh, ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt ein bisschen gemein gewesen. Kiste aufheben, ablegen. Achso, ach so, nur damit die da auch hochkommt. Ich wollte gerade sagen, hey, was soll ich mit der Kiste jetzt anfangen? Bam. Klettern. Nochmal klettern. Ja. Schaffst du's? Ja. Schaffst du's? Ja. So richtig demotiviert. Na gut, das ist ein Zombie-Apokalypse. Ich bräuchte auch Leben, sehe ich gerade. Ich habe wieder was Rotes am Bildschirm. Komm schon. Nice. Unauffällig. Hier ist eine Öffnung. Jetzt willst du da durchklettern. Guck mal, ey, guck doch mal die ganzen scharfen Teile an. Alles klar. Ah! Oh. Das Monster kommt! Fatality! Ey, hier ist was. Nice. Schießpulver. Ziegelsteinattacke. Oh mein Gott. Die Ziegelsteinattacke. Kann ich das schieben? Warte mal, hier war bestimmt noch was. Achso, das ist mein Ziegelstein. Okay, das ist ein anderer Ziegelstein. Ich wollte gerade sagen, sie soll das wegschieben. Achso, ja, gut. Na denn. Okay, alles frei. Hey, what geht ab, bro? Du hast mehr Mumm als ich. Ja. Warte mal, nee, da hat sie die Tür aufgemacht. Ich wusste gerade nicht, wo ich lang muss. So, okay, ja, ist hier noch was? Nö. Kann ich den Ziegelstein auch aufsammeln als er hier? Nö. Ach, so cool. Ah, er braucht den Ziegelstein nicht. Zu abgehoben dafür. Was haben wir denn hier? Warte mal, waren wir als Claire nicht hier? Waren wir da nicht als Claire? Also die Werkbank kommt mir gerade so ein bisschen bekannt vor. Kommt mir gerade echt ein bisschen bekannt vor, wo ich gerade bin. Ja. Eindeutig. Das ist ein Hinweis. Ein Hinweis. Denn wir haben blau und schlau gelöst. Denn wir haben... Kennt das überhaupt noch irgendeiner? Oh, fuck. Da komme ich nicht runter. Shit. Naja, machen wir mal weiter. Oh, oh, ich müsste mir eigentlich mal Leben geben. Aber, YOLO. Hast du den Zielstein eigentlich mitgenommen? Du hast den Zielstein nicht mitgenommen? Warum nimmt ihr den Zielstein nicht mit? Ist das die Schaltzentrale? Da ist Loot. Ah ja, ich habe mit ihm, glaube ich, den Schlüssel gehabt, ne? Von der Schaltzentrale? Ja, von der anderen Seite verschlossen, na ganz geil. Na, ganz geil. Muss ich bestimmt nochmal... Nee, okay. Ich dachte gerade, wenn ein Luftzug schafft, wo ich die so durchschieben kann. Ah, das hat mir das letzte Mal angegriffen. Da ist ein Ziegelstein. Was ist das, wenn es fertig ist? Ach, jetzt. Ach, du nimmst den Ziegelstein jetzt auf einmal wieder auf. Da ist was auf dem Fußboden. Das habe ich schon umgebracht. Ich bin ein krasser Typ, musst du wissen. Oh! Oh, meine Fresse. Oh!
Ach so, oh mein Güte, die habe ich gar nicht gesehen. Ah! Wo bist du da? Gut, Deodorant ausrüsten. Oh. Yeah. Obsession von Calvin Klein. Ich hab nichts Besseres, um die AP aufzufüllen. Auf Russisch, liebe Mal. Das hatten wir schon mit Claire. Muss ich jetzt